Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video von meinem Modellbahn im Bau Spur H0 hier von Märklin. Bevor es aber losgeht, hier eine ganz wichtige oder zwei ganz wichtige Durchsagen. Erste Durchsage: Dieses Video wird nur ein kurzes Video werden. Es wird eine Art Mini-Update. Wir werden ein paar neue Sachen auspacken und ihr könnt dabei zuschauen, ob es mir wohl gelingt, einen Bahnhofsbausatz aufzubauen. Da könnt ihr schon mal sehr gespannt sein. Ja, zweite ganz wichtige Ansage. Das habe ich im ersten Video leider verpennt zu sagen. Deswegen hier nochmal in aller Deutlichkeit. So ein Modellbahnprojekt ist in diesem Kanal, ja, es ist sehr, sehr erfolgreich. Ich zeige euch hier, vielleicht blende ich euch gerade mal hier ein. Meiste Daumen aller Videos in diesem Jahr und auch die meisten Kommentare der Videos in diesem Jahr. Und natürlich ganz viele Aufrufe, fetten Dank dafür. Aber ich bin keiner dieser Klick und Geld und irgendwas geilen YouTuber, die dann sehen, oh, da funktioniert was. Jetzt muss ich das bis zum Erbrechen ausschlachten und die Qualität sinkt. Das heißt, ich werde immer nur dann Videos machen, wenn ich meine, es gibt jetzt wieder was zu sehen und es lohnt sich auch. Das wird im Abstand von meinetwegen 2 bis 6 Monaten sein. Und deswegen möchte ich euch aus persönlicher Veranlassung auch nochmal bitten, aufzuhören zu fragen, wann kommt das nächste Video? Das nervt mich ganz gewaltig. Das nervt andere treue Zuschauer in diesem Kanal, die wissen, dass mir diese Frage auf den Keks geht. Und es bringt vor allen Dingen nichts, es nervt einfach nur. Bitte fragt einfach nicht. Es kommen immer wieder Videos. Ich werde nicht aufgeben bei diesem Projekt. Und jetzt viel Spaß mit unserem neuen Video. Meine Modellbauern im Bau. Gute Unterhaltung und viel Spaß. Tja, erstes Paket ist für mich jetzt natürlich beim Nachkommentieren so ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich mir überlegt, ich packe die Videos einfach mal in die Timeline und wir lassen uns jetzt gemeinsam überraschen, was noch gleich in diesem Paket drin war. Denn das Auspacken von diesem Paket, das ist schon 2-3 Tage her. Und ja, genau, also es wurde immer wieder gefragt, digital, ja, nein, hast du eine Central Station und so weiter. Und ich kann diese Frage beantworten mit nein, aber ich habe Gummibärchen. Doch, natürlich, ich habe eine Central Station und das Ganze wird digital gesteuert werden. Das sind auch die nächsten Schritte, die ich für meine Modellbahn vorhabe. Und deswegen hier mal 5er-Packs Weichenantriebe von Märklin. Ich habe mich jetzt für die von Märklin entschieden, für die einfache Variante. Ich weiß, es gibt dann noch teure, es gibt dann auch welche, die richtig geil aussehen. Tja, dann eine Packung Kleber, den will ich einfach mal testen hier von Faller. Ich habe auch noch einen aus dem normalen Modellbahnbau, diesen blauen mit der gelben Tülle drauf. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Ja, und einen Bahnhof von Märklin. Jetzt werden viele wieder sagen, aber es gibt doch von 1., 2., 3., 4., 5. gibt es doch auch Bahnhöfe, die sehen möglicherweise irgendwie cooler aus oder so. Das mag sein, aber ich möchte mich jetzt im Moment noch nicht so mit diesem Hassel befassen, dass ich dann, wenn ich mit Zügen da reinfahre, dass es dann auch ja passt und so. Und deswegen war meine Überlegung, ich nehme einfach einen Teil von Märklin. Und was mir nicht so bewusst war, ist, dass es aus so vielen Einzelteilen besteht. Um Gottes Willen, was mache ich denn jetzt? Und deswegen habe ich euch eine Freeze Frame vom Zusammenbau zusammengebastelt und das seht ihr jetzt. Das ist eine leere Tischfläche und darauf verteilen wir jetzt erstmal die ganzen Einzelteile. Da haben wir große Einzelteile und kleine. Da oben kann man zum Beispiel schon so eine Hauswand erkennen. Aber als erstes müssen wir den Boden des Lokschuppens zusammenbauen. Kann man hier sehen. Da kommt auch schon die Technik rein, denn die Türen, die Lichter, das wird alles digital gesteuert. Deswegen müssen wir da ein paar Kabel durchlegen. Dann braucht das ganze Ding Türen. Hier klebt der Gerade-Hohl-Gerade mit einer Pinzette die kleinen Teile auf die Türen auf. Und jetzt bauen wir auch schon die Zwischenwände. Die Seitenwände bekommen natürlich Fenster. Und in diese Fenster kommen so komische Streben rein. Das kennt ihr vielleicht noch von früher. Da waren auch immer so Streben in den Häusern. Das Ganze muss natürlich auch schön festgeklebt werden. Und das machen wir nicht nur für die großen Häuser, sondern auch für die kleinen Häuser. Das Ganze wird dann natürlich wieder montiert und hier ein ganz toller Trick vom Gerade-Hohl, der nimmt nämlich Wäscheklammern, damit was hält. Jetzt kommen die Schieber rein für die Türen und da hinten ist auch jetzt schon die letzte Seitenwand drin. Das sind die Türen. Die Türen macht der Gerade-Hohl ebenfalls mit dem Wäscheklammertrick. Dann trocknet das ganz schnell an und man muss es nicht die ganze Zeit festhalten. Tolle Idee. Jetzt noch das Dach drauf.
Auch da habt ihr wieder ganz kurz gesehen, die Wäscheklammern und das Dach besteht auch aus mehreren Teilen, inklusive Fenster. Die bauen wir jetzt auch mal da drauf. Und tja, da sind wir eigentlich schon fast fertig. Und so sieht der Bahnhof aus, bevor wir ihn noch irgendwie ein bisschen anmalen oder Büsche dran kleben. Cool, oder? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Soll ja keiner sagen, ich gebe mir keine Mühe mit solchen Videos. Da oben am Bildschirmrand seht ihr übrigens noch die Baustelle von dem Lokschuppen. Und ja, natürlich werde ich auch von anderen Firmen, das wird sicherlich jetzt sehr häufig kommentiert werden, auch da zugreifen. So, hier haben wir was für unseren Süßigkeitenzug. Ist in einem Paket angekommen. Wir haben ja irgendwie so das Glück, dass wir irgendwelche komischen Süßigkeitenwagen immer die ganze Zeit bekommen haben. Und da habe ich einfach noch hier so einen Maßwagen nachgelegt. Den gab es im Angebot für 6 Euro, glaube ich, oder 8 Euro in einem der Shops, die mich beliefern. Da suche ich auch immer noch einen vernünftigen Kooperationspartner. Übrigens auch interessant, wie ihr immer zuhört. Ich habe ja diese tollen, coolen Wundertüten, wo ich ja jetzt demnächst in jedem Video auch eine auspacken möchte eigentlich. Diese Wundertüten aus Maises Moba Center vorgestellt. Also die, wo ich dann sagte, also hier diese Wundertüten aus Maises Moba Center. Und ihr wollt nicht wissen, wie viele Leute gefragt haben, aber woher hast du denn die Loktüten, die Wundertüten aus Maises Moba Center? Ja, da kann ich dann auch nicht mehr helfen. So, was haben wir hier? Ihr ahnt es schon. Ich habe mir gedacht, bei unserem Süßigkeitenzug fehlt noch was. Natürlich fehlt da eine Blechdose mit schwer aufknibbelbaren Tesafilmstreifen und Gummibärchen. Nein, ich habe einen Sonderposten gefunden von einer besonderen Lok. Die zeige ich euch gleich. Und ihr ahnt schon, welche das ist. Das ist nämlich die Original Haribo-Lok. Und die ist nicht etwa in dieser Blechkiste. Hier sind zwei Packungen Gummibärchen drin. Und da die Lok irgendwie 2006 oder so aufgelegt wurde, sind diese Gummibärchen auch schon etwas älter. Ich weiß nicht, aber ich glaube, an Gummibärchen kann so schnell nichts drankommen. Aber hier, die Original-Sonderedition von Märklin, die Haribo-Goldbeeren-Lok, so nenne ich sie mal. Und ich dachte, die passt so perfekt zu unserem Süßigkeitenzug. Und das Schöne hier ist, ja, da habe ich wieder ein Schnäppchen gemacht. Also wenn man im Internet ein bisschen rumschaut, kann man sehr, sehr gute Schnäppchen auch finden. Und diese Lok habe ich zum, ich glaube, ein Drittel, also irgendwie 60 Euro oder so habe ich die geschossen. Und ihr wisst, was Loks normalerweise kosten. Und ja, da sehen wir den Goldbeeren, den Schriftzug der großen Süßigkeitenfirma. Das ist übrigens keine Produktplatzierung hier, ansonsten wäre es ja gekennzeichnet, ne? Und ja, ordentlich verbaut, wie immer eigentlich bei Märklin mit den wesentlichen Elementen dran. Es gibt natürlich detailgetreuere Loks von anderen Herstellern. Dazu werde ich auch auf jeden Fall noch kommen. Und so Liebhaberstücke möchte ich natürlich auch haben. Ja, mal gucken, was wir noch haben. Denn dieses Unboxing hier, das vertone ich nach. Und deswegen ist es für mich immer selbst so eine kleine Überraschung. Aber ich glaube, ich weiß, was es ist. Wir hatten ja in der letzten, oder ich habe ja eben schon gesagt, wir müssen natürlich auch an die Digitalisierung ran. Und deswegen habe ich ja in dem einen Paket die Weichenantriebe gehabt. Tja, und ich habe mich entschieden, ich werde auf das System der Firma DigiKeys setzen. Da haben wir hier einmal den 16-fache Switch. Also damit werde ich sozusagen die Digitalisierung der Anlage vornehmen. Also das ist hier ein 16-fach Schaltdecoder, der hat 16 Slots, die anderen von anderen Firmen haben halt 8 Slots und kosten quasi fast das gleiche. Mal gucken. Dann brauche ich jede Menge Kabel, das habe ich auch gleich mitbestellt. Hier unter anderem das Standard Märklin Blau-Gelb Kabel. Und hier haben wir dann noch entsprechend ein Rückmelder, ein 16-fach Rückmelder, wenn ich das richtig sehe. Ebenfalls von der Firma DigiKeys. Hab lange überlegt, was ich da nehme. Und ich würde einfach mal sagen, vielleicht wollen auch viele von euch wissen, ob ich dann damit zufrieden bin, die vielleicht schon länger Systeme von anderen Firmen einsetzen, sei es ESO, sei es Fissmann, sei es was es da nicht alles gibt. Ich werde es jetzt mal hiermit versuchen. Ist nur eine relativ neue und frische Firma. Scheinen aber genau zu wissen, was sie wollen. Und deswegen testen wir das mal. Last but not least. So wird er aussehen. Der Wagen für all die netten Leute, und da werde ich natürlich dann wahrscheinlich mehrere davon brauchen, wo die Leute verewigt werden, die mit oder bei Tippi an diesem Projekt mitmachen. Da bekommt ihr euer Schildchen und fahrt auf dieser Bahn mit den Schildern. Das muss ich mir noch genau überlegen. Aber ich werde diese Flachwagen hier nutzen und ihr könnt dann eure Fläche, wo ihr zeigt, dass ihr mich unterstützt, ja, entsprechend frei gestalten und fahrt dann auf meiner Bahn dauerhaft mit den Konditionen, die ich bei unserer Tippi-Kampagne genannt habe, mit. Wenn ihr nicht wisst, was es ist, Link ist in der Beschreibung, heißt gemeinsam stark unsere Tippi-Kampagne. Und ja, schaut einfach mal vorbei, da gibt es ganz viele tolle exklusive Belohnungen für Leute, die unseren Kanal noch mehr über das Normale hinaus unterstützen. Unter anderem auch die Belohnung,
hier auf der Modellbahn mitfahren zu können. Und ja, schaut mal, ob das was für euch ist. Und ja, mit diesem Flachwagen, denke ich, ist es eine gute Idee. Dann haben wir oben nach oben hin schön viel Platz und können ein schön großes Schild da drauf bauen. Oder? Was denkt ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Übrigens gibt es ja auch in meinem Kanal, bevor ich das vergesse zu sagen, noch ganz viele andere Sachen, die irgendwie mit Eisenbahn zu tun haben. Euer Spiel des Jahres 2014, Train Fever, und natürlich auch den Train Simulator, wo ich gerne mal nicht ganz so gut bin. Könnt ihr euch auch mal anschauen. Links sind in der Beschreibung. Tja, damit ist auch, glaube ich, schon ziemlich klar, wohin die Reise in Zukunft geht. Ich werde so ein bisschen mit der Digitalisierung rumexperimentieren und hoffe, dieses kleine Update-Video hat euch gefallen. Was ich aber vor der Digitalisierung machen werde, ist nochmal die Anlage jetzt überall komplett verschrauben, denn ja, ich hatte leider schon 3 Lokfälle und ja, ihr wisst, wenn ihr MOBA-Beiner seid, was das bedeutet. Im nächsten Video möchte ich euch auch den Reinigungswagen zeigen. Ich möchte euch dann auch ein bisschen Fahrbetrieb wieder zeigen, unter anderem mit der neuen Lok. Sagen wir mal, 2 Loks im Betrieb. Und wie das finale Layout aussehen wird, so grob zumindest. Denn ja, man bastelt ja immer noch an dieser und jener Ecke was da dran. Aber das grobe Layout ist fertig. Das alles und mehr im nächsten Video. Bedenkt bitte nochmal den Anfang des Videos. Fragt bitte nicht, wann kommt. Das nächste Video kommt irgendwann in 2 bis 6 Monaten. Aber es kommt auf jeden Fall. Also bleibt dran. Empfehlt die Videos weiter. Lasst wieder so viele Daumen da, so viele Kommentare da. Empfehlt es jedem, der irgendwie Interesse an MOBA hat. Und genau so erreicht ihr nämlich viel mehr, dass ein weiteres Video kommt. Aber ich werde es auf jeden Fall weitermachen, weil ich so viel Spaß dran habe. Habt bitte keine Angst, wenn es jetzt wieder eine längere Pause gibt. Ich möchte einfach immer dann was zeigen, wenn es auch wirklich was zu sehen gibt. Und das hier nicht ausnutzen und zu einer Klickorgie machen. Ich denke, das ist in eurem Sinne. Und umso mehr könnt ihr euch wieder auf ein Video mit Inhalt freuen. Also, lasst mir gerne eure Kommentare da. Ich freue mich, von euch zu lesen. Und sage, bis zum nächsten Mal. Tschüss und danke fürs Zuschauen.